Willkommen zurück zu Bubbles. Alice Madness Returns. Mit kleinen Bubble Troubles. Oh, falsche Waffe. Die wollte ich doch haben. Jo, jetzt hatte ich wieder eine längere Pause, weil, ja, keine Ahnung, wieso erzähle ich das dann da eigentlich andauernd? Ich weiß es nicht. Ich muss ja irgendwas erzählen hier. hab noch ein bisschen was rumprobiert, ob ich vielleicht doch eventuell wieder auf 1080 oder 1440p aufnehmen kann. Aber nö. Nö, will irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht wieso. Es wird Zeit für einen neuen Rechner, der kommt ja auch bald. So schnell wie möglich halt. Und dann gibt es dann auch wieder ordentliche Videos. Also in Anführungszeichen. In Anführungszeichen ordentlich. So, gibt es da noch irgendwas? Nö, doch da oben. Ah, aber da kommen wir glaube ich gleich hin. Und da haben wir noch ein paar Hampelmänner. Ein paar Geschirrer. Oh, Moment, ich will doch gerade Waffe wechseln und so machen. Dem sein Schild weg. Lass, komm mal. Ich will die da oben immer zuerst weg haben. So, und jetzt kann ich die Kleinen hier mal ein bisschen kaputt machen. Wie konnten der gerade angreifen, während ich ihn angreife? Das ist doch voll gemein. So, ist da unten noch was? Ich guck einfach mal. Nö. Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Na gut, dann springe ich halt da runter. So, direkt mal aufladen hier. Und wie viel braucht man... Was will der denn? Wie viel braucht man jetzt nochmal für ein Upgrade? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Ui. Wieso habe ich den nicht bekommen? Schon mal voll gemein. Na gut, dann bleib halt da. Jo, da kommt die 2. Dann rennen wir mal zur 3. Hüpfen auf die 4. Und hüpfen, glaube ich, wieder zurück. Ja. Wir wollen auch die Erinnerung holen. Zielen. War mal ein komischer Sprung. Der sah nicht so original aus. Ich habe eine Zigarette geraucht, Alice. Das war kein Spaß. Werd mein Tonfall probieren. Rauchen ist nie Spaß. Das sagt übrigens ein Raucher. Und was zum Teufel ist ein Tonfall? Ah, gut, ein Tonfall. Ja, eine Pfeife aus Ton, alles klar. Ist aber auch nicht wirklich viel besser. Eigentlich, ich hasse Pfeifen. Nichts. Derp. Ach du, sterb doch einfach. Oh, hi. Oh, aua. Nein, da oben. Nein, der falsche. Ah. Immer erst die Kleinen. Jetzt muss man nur noch irgendwann mal richtig zielen. Und die dann auch ruckeln, erwischen. Bin übrigens auch mal getestet, ob das Ruckeln vielleicht von der Aufnahme kommt, aber nee. Das ist auch... Nein. Das finde ich nicht fein. Mama. Das ist wirklich komplett auch so, wenn ich ganz normal ohne Aufnahme spiele. Das hat mich dann sehr verwirrt. Auf einmal. Fängt das schon an mit dem Feuerkrack? Kannst du mal... Ey, dieses Zielen manchmal, dann wenn ich das Ziel wechseln will, ja, leck mich am Arsch. Nun nervt er mich aber gerade hier. Sonst hatte ich ja eigentlich auch schon gehofft, von wegen, hey, jetzt 720p noch aufnehmen. Vielleicht ist das Ruckeln weg. Aber nö. Ist ja selbst ohne Ruckeln, ohne Aufnahme da. Von daher. Liegt's einfach am Spiel oder irgendwie an meinem Rechner, keine Ahnung. Könnte ja sagen, ich pausiere das alles
bis ich meinen neuen Rechner habe. Dann bin ich aber schon wieder 3 Monate, 4 Monate nicht anwesend. Das ist auch wieder blöd. Vor allem, ich habe doch gerade so Bock. Na, und die anderen Spiele gehen ja eigentlich. Es geht nicht nur um dich, Alice. Sieh nur all die Zerstörung rings um dich. Bedenke ihre Ursache. Dann liest dich mir an. Die Ursache? Das ist das kranke Hirn von uns. Na, ja, beziehungsweise... Das ist ja erst krank, seitdem wir krank sind. Was? Seitdem wir halt ein bisschen... Naja... Seitdem das alles passiert ist. Wobei, ich habe ja keine Ahnung. Ich habe den ersten Teil ja nie gespielt. Das kann natürlich auch was eine ganz, ganz andere Ursache haben und so und bla und blub. Und ich schieß mal darüber. Dann hüpfen wir mal rüber und holen uns die Erinnerung. So, wir wollten mal schauen. Waffen. Upgrades. Fehlt noch ein bisschen. Aber ich überlege gerade, was würden wir dann aufwerten? Naja, entscheiden wir später. Wenn wir dann die Zähnchen zusammen haben. Verbrannte oder durch heißen Dampf verbrühte Haut sieht faltig aus, wie ein Fliegenpilz im Winter. Wie sieht so ein Fliegenpilz im Winter eigentlich aus? Dann frage ich mich gerade jetzt schon so ein bisschen, ja, wie sieht denn das Ding aus? Im Winter habe ich nie einen Fliegenpilz gesehen. Habe ich eigentlich schon mal irgendwie überhaupt einen gesehen? Real? Ja doch, doch habe ich schon, ja. Aber nicht im Winter. Naja, vielleicht weil der Schnee drüber lag. Schnee. Guter Witz. Jawohl. Wenn dann wieder so bald April, ne, so Januar, naja, gut, Januar haben wir jetzt. Februar, März, so um den Dreh, dann haben wir bestimmt wieder Schnee. Eigentlich sollte man dann Weihnachten echt auf Februar oder März verlegen. Weil dann haben wir weiße Weihnacht. Meistens. Bis jetzt. Kennst du die Redensart, dass Rauchen rechtes Wachstum hemmt? Erwachsene ermahnen ernsthaft ihre Kinder damit. Meist mit einer Meerschaumpfeife im Mundwinkel. Du musst nicht inhalieren. Lass dich vom Rauch einhüllen. Der mysteriöse Osten. Und wir haben ein neues Kleid. So ein Blümchenkleid. Ich weiß ja nicht, ob das so wirklich passt zu ihr, aber ich würde mal nein sagen. Das passt irgendwie gar nicht. Auch wenn das natürlich asiatisch angehaucht sein soll. Aber nein. Das passt irgendwie nicht zu ihr. So, wir hüpfen da auch gleich wieder zurück. Da ist ja irgendwas. Oh, kommen wir jetzt überhaupt noch zurück? Oh. Habe ich jetzt eventuell einen Fehler gemacht? Na, zur Not. Verdammt. Oh, siehst du, geht doch. Boah, das war jetzt gemein. Boah, Glück gehabt. Kater. Ist aber sehr verallgemeinert. So, hör ich irgendwie die Schnauze? Nö. Aber ich weiß, hier ist noch ein. Wir waren hier schon mal sozusagen. Und eigentlich hätten wir schon ein paar Parts mehr. Beziehungsweise, naja, gut.
wenn ich jetzt aufnehme, alles durchrenne, dann habe ich das alles morgen und dann werde ich jetzt morgen alles hochladen und von daher, ihr kriegt das gar nicht mit. Wie viele Zähne haben wir jetzt eigentlich? 7, 26, wir könnten aufwerten. Irgendwas zumindest. So, mal gucken. Mal gucken. Pfeffermühle oder Teekanone? Ich würde sagen Teekanone oder Steckenpferd. Ich weiß, für Steckenpferd brauchen wir noch, aber da würde ich dann drauf sparen. Ich benutze eigentlich am meisten die Teekanonen, die Vorpalklinge. Dann werden wir die jetzt auf zur Maximalstufe und irgendwie sehr hässlich geworden. Zumindest hässlicher als vorher. Ich höre die Schnauze schon. Und ich will da aber noch rüber. Da ist eine Flasche. Die haben wir eigentlich auch schon geholt. Eigentlich müsste ich die gar nicht holen, weil die zählen. Die sind zwar da, aber die zählen nicht mehr. Wäre ja sonst ein bisschen zu einfach, wenn die andauernd zählen würde. Könnte man unendlich welche abgrasen hier. Aber die Zähne sind's wert. Ich glaube, beim ersten Durchlauf hatte ich noch nicht mal alle Waffen-Upgrades gehabt. Bis zum Ende. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber es sieht so aus, als wenn wir es diesmal definitiv haben werden. Durch diesen Aufnahmefehler, den ich hatte. Den ich ja im letzten Part erwähnt hatte. Also gar nicht so schlimm. Mehr oder weniger. Weil da gibt es bestimmt andere Farmmethoden, wo man sich da ganz, ganz einfach bestimmt das Zeug holen kann. Also die Zähne. Zumindest einen einfacheren Weg. Jo, hüpfen wir mal rüber. Was gibt's hier? Ich glaube, eine Erinnerung gibt's hier. Ja. Wer behauptet wahre Kunst, diene weder Zierde noch Zweck, der kennt die Ästhetik des Ostens nicht. Irre ich mich gerade oder ruckelt's hier weniger als im anderen Level? Also, ihr wisst schon, gerade eben noch. Wo wir nur halb im Wunderland waren oder ganz im... Ach, ihr wisst schon. Ihr habt's ja gesehen. Huch. Der arme Dodgson, ein erbärmlicher Segler und ein noch schlechterer Kapitän. Ohne mich wären wir auf der Isis glatt auf Grund gelaufen. Wer war denn das jetzt? War das gerade Lizzie oder ihre Mutter? Wie er es gesagt hat. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ich glaube, das war ihre Mutter. Wobei, wer war denn unterwegs? Mir ist egal, es sind alle verbrannt. So, Moment, ist da was? Nein. Aber da ist ganz viel. Was auch schweineschnell verschwindet. Wupp. Wubbidi-wupp. So. Achso, hier lang, stimmt. Ich hatte schon fast vergessen. Oh, es wird gespeichert. Was sagt denn die Uhr? Nein, wir haben noch Zeit. Noch eine Erinnerung. Wie viel haben wir eigentlich? Was Schwester Whitless sagte, war, das Feuer rauschte herein. Sie brannte direkt lichterloh. Niemand weiß, wie sie überlebt hat, außer Alice. Und die schweigt sich aus. Erinnerst du dich? Ist ja klar, dass sie das weiß, wie sie rauskam. Oder nicht? Oder doch? Also Alice selber. So. Ist ja die Einzige, die überlebt hat. Genau. 4 von 11, 9 von 19, 1 von 4, 7 von 18. Ist ja nicht so viel, ne? Nicht so viel.
Wir sind ja auch gerade am Anfang von dem Kapitel, von daher... Ja, wir werden eh nicht alle finden. Arr, die Samurai-Wespe. So, dann komm her, mein Freundchen. Oh, nein, ich will ausweichen. Aua. Jetzt will ich angreifen. Oh, mach weg da, das Scheiß. Nichts mit Blocken hier. Wow. So, die sind ja noch alle, ne, die mag ich ja noch. Ich meine, ich sag da zu jedem Gegner irgendwie von wegen, bah, den hasse ich. Aber eigentlich, nein. Es gibt aber wirklich einen Gegner, den ich wirklich hasse und der kommt auch gleich. Wanderzähne. Nein. So, hüppeln wir mal nach oben. Mal gucken, was uns da erwartet. Ach, die Wespen hier. Pam. Oh. Ich wollte zuerst Pam machen, nicht du. Ich hab die Taste gedrückt. Ich hab sie gedrückt. Was wollt ihr denn jetzt hier? Könnt ihr nicht ein bisschen warten? Lass das sein. Da war doch wieder ein, oder? Oder ist das... Ne, es war gerade die verreckt ist. So, ist hier vielleicht irgendwas? Nö. Wie kann hier eigentlich Blut sein? Ich meine, das sind ja hier nur Papierviecher. Und die Wespen sind, glaube ich, auch aus Papier. Bin ich mir jetzt allerdings gar nicht sicher, ob die wirklich aus Papier sind. Aber, keine Ahnung. Manche Gerüche sind einzigartig. Nie wird man brennendes Menschenfleisch mit einem Lammkotelett verwechseln. Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß? Also ein Stück mariniertes Fleisch in... eigentlich gerade voll eklig. Aber ich meine ja jetzt nur, wenn man jetzt... geh weg, Feuer. So ein Fleisch halt, was weiß ich, tagelang in Knoblauch und Curry und was weiß ich mariniert. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied dann noch riechen würde. Es ging ja nur um den Geruch, nicht um den Geschmack. Hallo, ich möchte mich bewegen. Ich möchte mich, danke. So, dann hören wir uns mal den Kater an. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Nein, und deswegen sehen wir uns im nächsten Part von Alice Madness Returns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.